ist natürlich mal ein richtiges No-Go. Bin mir sehr traurig. Die ganzen Shops sind leer. Echte Geisterstadt. Ein bisschen gruselig. Die Tür vom Geisterhaus ist gerade aufgegangen und hat uns gesagt, wir sollen da reingehen. Okay, das war's dann mit Tino. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video bei Lifehacks on Tour. Mein Name ist Ha. Ich bin Tino und schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute nehmen wir euch mit durch den Ocean Park und etwas ein bisschen gruselig. Der Ocean Park ist ja dieser ganz neue Stadtteil am Rande von Hanoi. Und als erstes versuchen wir morgens in den Pool zu kommen. Guten Morgen Leute, wir sind heute sehr früh aufgestanden. Und naja, der Wecker klingelt ja auch immer um 7 Uhr im Flur. Aber eigentlich dachten wir, wir probieren mal die Frühschicht aus hier im Pool. Und wir haben uns schon Poolklamotten angezogen. Leider hat der Pool aber wieder erwarten zu. Das steht zwar auf dem Schild groß und breit, dass er von früh um 6 Uhr offen hat, bis um 12 Uhr, ne? Das ist die erste Schicht. Ja. Aber jetzt hat uns der Poolmann gesagt, nö, ich mache jetzt sauber. Und außerdem hat er erst nur Nachmittag offen, nämlich ab 14 Uhr, ne? Genau. Und das heißt, auch nur am Wochenende hat der erst ab um 9 Uhr offen. Richtig, das heißt, früh kann man gar nicht baden gehen. Und das ist natürlich ein neuer Tiefpunkt. Denn warum habe ich einen Pool, wenn ich den Pool gar nicht benutzen kann? Zumindest nicht früh, wenn die Sonne noch nicht einbrät. Das ist natürlich mal ein richtiges No-Go. Bin mir sehr traurig. Kein Wunder, dass es am Nachmittag halt auch so voll ist, wenn den ganzen Tag eigentlich niemand reingehen kann. Wir können jetzt mal Folgendes machen. Wir können jetzt mal oben beim überdachten Pool schauen gehen, ob die auch so fiese Öffnungszeiten haben. Aber den muss man ja auch bezahlen. Und auch vorher reservieren. Das noch. Auch über die App. Aber das ist natürlich ein echter Tiefschlag. Also ich meine, wenn ich hier wohne und Anspruch auf einen Pool habe, damit die natürlich auch die Möglichkeit haben, früh baden zu gehen, weil alles andere macht halt keinen Sinn, weil nachmittags ist es einfach, die Sonne von oben knallt dich voll weg und am Abend ist halt am Abend, da ist alles brechend voll. Ha, schade. Wir sind irgendwo im Ocean Park gelandet, denn eigentlich wollten wir zum Süßwassersee, aber da war überraschenderweise kein Busstopp in der Nähe. Das heißt, wir haben den nächstbesten genommen, der ging jetzt irgendwie 3 Straßen weiter und jetzt sind wir hier in so einer völlig verlassenen, aber völlig neuen Straße. Okay, da drüben ist eine kleine Baustelle, aber alle Shops sind quasi leer. Alle Häuser sind quasi leer und dunkel. Boah, das ist irgendwie richtig gruselig hier, wie in der Geisterstadt. Jetzt stehen wir hier am sehr großen Süßwassersee, haben die Badesachen dabei und dürfen nicht schwimmen. Das ist echt eine ziemlich große Enttäuschung. Es gibt tatsächlich hier in diesem ganzen Oceanpark, abgesehen von den Pools und überdachten Pools, nur eine Möglichkeit draußen zu schwimmen und das ist die Kristalllagune. Und die kostet sagenhaften Eintritt von ungefähr fast 10 Euro pro Person. Aber nicht für ein Tagesticket, sondern lediglich für einen Slot. Also man geht rein, zahlt den Preis, geht raus, kann nicht mehr rein. Und die Slots sind so verteilt, es gibt einen Vormittagsslot, den gibt es aber nur am Samstag und Sonntag. Und dann gibt es immer jeden Tag einen Nachmittagsslot. Und der ist von 14 bis 18 Uhr, also wir können nicht mal bis zum Sonnenuntergang da drin bleiben. 4 Stunden, 10 Euro. Und da drin ist nichts. Da ist ein künstlicher Beach. Ein paar Palmen, sieht ganz nett aus, aber es ist keine Wasserrutsche, eigentlich nichts wirklich Besonderes. Und ja, so trist wie das Wetter heute ist, kein Sonnenuntergang, alles ein bisschen grau. So fühle ich mich auch, denn eigentlich begann der Tag schon relativ schwierig, denn wir wollten heute früh in unseren Pool gehen, um festzustellen, dass der auch vormittags nicht offen hat, sondern nur am Wochenende. Und das auch nur ab um 9 und um 9 ist die Sonne schon so hoch, dass man dort verbrannt wird. Und auf den Schildern steht um 6. Um 6 wäre echt sinnvoll gewesen. Aber leider nein. Und unter der Woche mal gleich gar nicht. Ja, und deswegen bleiben die Badesachen heute trocken, wie es aussieht. Thank you.
geil. Die Leute wollten eine Aufnahme am Baum haben mit der Katze. Und jetzt ist die Katze einfach oben in die Krone gerannt. Und da ist runter. Und hat sie aufgefangen. Krass. So, ein neuer Tag, ein neuer Versuch. Wir sind wieder am Pool. Und zwar zum Nachmittag. Es ist ungefähr 2:30. Und der Pool ist sagenhaft leer. Es ist ja auch Mittagszeit. Die meisten schlafen vielleicht noch. Oder denen ist es noch zu heiß. Weil manchmal scheint auch die Sonne. Aber heute ist ein bewölkter Tag. Deswegen haben wir gesagt, hey, vielleicht ist der Pool leer. Und der ist tatsächlich bis auf eine einzige Person wirklich leer. Da drüben sind noch ein paar Kinder. Aber ich glaube, die lernen wieder schwimmen. Und wir haben tatsächlich einen Pool für uns. Und wir gehen jetzt rein ins kühle Nass. Konnichiwa! Wir sind noch mal rausgefahren heute. Und zwar sind wir in einem japanisch angelegten Gartenfußgängerweg. Und sieht man daran, dass wir gerade durch den Tori gelaufen sind. Und hier ist eine japanische Katze. Aber ganz komisch, da vorne ist zwar so ein Mini-Cafechen, aber sonst ist hier einfach nichts los. Kein Mensch hier. Die ganzen Shops sind leer. Echte Geisterstadt. Ein bisschen gruselig. Vor allen Dingen, weil wir eigentlich auch ganz gerne wahrscheinlich noch die Lichter sehen wollen. Denn hier sind so kleine Lampions. Das wird bestimmt sehr schön beleuchtet. Aber ein bisschen gruselig ist es schon, weil hier einfach kein Mensch ist. Pünktlich 6:30 sind die Lichter angegangen tatsächlich und es sieht richtig schön aus mit den Lichtern und auch der Springbrunnen ist angegangen, obwohl ich denke, dass der Springbrunnen noch nicht ganz 100% intakt ist, aber da passiert was und auch die Treppe leuchtet richtig schön. Also ich glaube, das wird hier so eine Art Fußgängerpassage mit ganz, ganz vielen Shops und so weiter. Wenn das belebt ist, das ist bestimmt richtig nice. Richtig, aber es ist tatsächlich noch kein einziger Shop hier, also es ist wirklich krass. Alles ist leer und bis auf den einen Typ, der gerade langgelaufen ist, ist auch gar kein Mensch mehr hier. Wir waren jetzt echt die Einzigen hier, die hier geschaut haben, wie das Ganze mit Licht aussieht. Und mit Licht sieht es nochmal besser aus als bei Tageslicht, das auf jeden Fall. Die Tür vom Geisterhaus ist gerade aufgegangen und hat uns gesagt, wir sollen da reingehen. Ich glaube nicht, dass er uns gesagt hat, wir sollen da reingehen. Unheimliches Auto vorbeigefahren. Oh oh. Nein! Okay, das war's dann mit Tino. Tschüss! Wie ihr seht, bin ich noch am Start. Ich habe mich nämlich doch nicht ins Geisterhaus getraut. Ja, und wir leben beide auch noch, haben auch den Feueralarm überlebt. Also könnt ihr euch auf weitere Videos hier freuen. Wir hoffen sehr, wir haben euch einen guten Einblick in dieses Stadtteil Hanois gegeben. Und wenn es denn so ist, unterstützt uns gerne und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und das Glöckchen nicht vergessen. Und kommentiert gerne mal, hättet ihr euch ins Geisterhaus getraut oder habt ihr euch irgendwo schon mal in einen anderen Lost Place getraut? Gerne unten rein. Und dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss! Tschüss.